So, Eremitage. Was hältst du von Katharinas Idee? Für die Mist. Ich bin durch alle Räume durchgelaufen, aber den Wachmann habe ich nirgends gefunden. Das sollte aus Tankovic erfahren. Der Wachmann aus der Eremitage ist verschwunden, Oberst. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. Was? Das ist ein eindeutiges Schuldeingeständnis. Gut gemacht, Juror. Versuchen Sie, im Museum noch mehr über ihn herauszufinden. Ich leite sofort die Fahndung nach ihm ein. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Jetzt würde ich die beiden mal stören. Ich störe Sie lieber nicht. Sie sind ganz in Ihr Gespräch vertieft. Wie wär's mit einem Hallo, haben Sie zufällig einen Wachmann weglaufen sehen? Nein? Wäre zu einfach. Ah. Wachmann? Der sieht nicht aus wie ein Wachmann. Guten Morgen. Brauchen Sie Hilfe, mein Herr? Guten Morgen. Ihr Kollege, der vor Ihnen hier war... Sie meinen sicher Ilya Fedorov. Er ist zurzeit leider nicht hier, aber er wird sicher bald wieder zurück sein. Wieso? Was ist denn geschehen? Er musste dringend weg. Er hat einen Anruf von einem Doktor gekriegt, der arme Kerl. Sicher hat seine kleine Tochter wieder Probleme. Seine Tochter hat Probleme? Klar. Sein kleines Mädchen ist schwer krank, das arme Ding. Er dachte, es sei besser, sie bei seiner Mutter unterzubringen. So ist wenigstens immer jemand für sie da. Und wo wohnt seine Mutter? Die alte Fedorova? Am Makarov-Damm. Da ist eine Diskothek in der Nähe. Das kann man gar nicht verfehlen. Jedes Mal, wenn sie Ilja besucht, beklagt sie sich darüber. Aber wer sind Sie eigentlich? Warum fragen Sie? Nur ein Bekannter. Auf Wiedersehen. Willst du das hier in aller Öffentlichkeit besprechen? Wenn denn sonst? Es war doch deine Idee. Die Fotos im Papierkorb werden mir nicht viel nützen. Doch. Ich werde Ihr Gespräch nicht unterbrechen. Ha, dieses Baby sieht einfach alles. Nein. Kannst du denn nicht an etwas anderes denken? Wie soll ich denn an etwas anderes denken, wenn du mich die ganze Zeit anlügst? Das ist ein Haufen weggeworfener Fotos. Überall dasselbe Motiv aus demselben Winkel. Der Fotograf muss eine Meise haben. Das ist ja ein neuer Wachmann. Das Leben in der Eremitage geht wohl wieder seinen gewohnten Gang. Nun ja, nicht wirklich, danke. Ich schaue mich erst einmal um und komme später noch einmal wieder. Dann gehen wir doch jetzt mal seine Mutter. Da.
Ah, ein Penner. Hören Sie, ich wollte eigentlich ja nur fragen, ob... Wo sind wir nur hingekommen? Das frage ich mich wirklich. Sie haben alle teure Autos und teure Klamotten. Aber Ihre Mitmenschen, die sollten Ihnen eigentlich viel wichtiger sein. Das ist die Zivilisation. So ist das moderne Zeitalter. Mir ist nicht so ganz klar, wovon Sie da reden. Ich sage, wir hören einander einfach nicht mehr richtig zu. Ich kenne die Leute hier und ich weiß genau, wie sie sind, was sie träumen und welche Probleme sie haben. Das liegt daran, dass ich mich für sie interessiere. Ich bin kein Roboter in Designerklamotten. Ich gehe dann jetzt wohl besser. Gregor, der Polizist aus dem Haus da drüben, wurde von seiner Frau verlassen. Und das Barmädchen aus der Kneipe, sie ist ein bisschen grob, aber sie hat auch so ihre Probleme. Das kleine, kranke Mädchen aus dem dritten Stock hätte gern ein Haustier. Und denken Sie etwa, jemand schenkt ihr eins? Saimonow aus dem Erdgeschoss hat seit 3 Monaten kein Gehalt mehr bekommen. Ja, ich weiß alles. Und ich weiß es, weil ich mich eben für die Menschen interessiere. Ich trage vielleicht keine teuren Klamotten, aber ich habe die Menschen gern. Das ist wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Wir können bestimmt wann anders noch ein wenig plaudern. Das ist der perfekte Informant. Noch so eine verlorene Seele. Traurig, was Alkohol aus manchen Menschen macht. Hm. Wo sind jetzt hier die teuren Karren? Verstehe ich nicht so ganz. Da steht irgendwas über Stromzufuhr. Ah, Fedorov, hier bin ich richtig. Ist leider im Museum und Oma ist einkaufen gegangen. Und ganz allein zu Hause ist es langweilig, wenn man noch nicht einmal ein Haustier hat. Hallo, ich bin Max. Und wie heißt du? Tanja. Aber ich darf nicht mit Fremden reden. Ich möchte doch nur ein bisschen über deinen Papa reden. Tanja, bist du da? Hat sie jetzt die Tür zugemacht oder was? Fedorov, hier bin ich richtig. Tanja will nicht mit mir reden. Irgendwie muss ich ihr Vertrauen gewinnen. Sie hat von einem Haustier geredet. Vielleicht lässt sich da etwas machen. Klar, ich besorge mir jetzt ein Tier und dann... Ein Hydrant. Ich würde nicht darauf wetten, dass er funktioniert. Testen? Ich glaube, hier ist Verdünner. Einfach mal mitnehmen. Wodka. Der russische Dämon.
Interessantes Graffiti. Sowas fasziniert mich wirklich. Jedenfalls, wenn es nicht gerade auf ein 300 Jahre altes Haus gesprüht ist. Könnte ich entfernen, aber erstmal möchte ich jemanden, der mir sagt, dass ich das tun soll.